Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800, dem Gameplay-Projekt hier auf der Stratigator. In der letzten Folge haben wir angefangen, unseren Hibiskus auf unserer zweiten Insel Adis Tarara abzubauen und haben dann noch sichergestellt, dass wir den hier direkt weiterverarbeiten. Zum einen zu Keramik in unserer Keramikwerkstatt und zum anderen dann auch in unserer Leinenweberei kombiniert mit... Entschuldigung, eigentlich wollte ich die Teppichknüpferei nämlich anklicken. Und damit produzieren wir jetzt Teppiche, also Wandteppiche und Keramik, was wir beides für unsere Ältesten brauchen. Das eine ist ein Zufriedenheitsitem und das andere ist schon in den Bedürfnissen mit verankert, die jetzt sich auch weiter erweitert haben. Zum Beispiel auch auf einen Meeresfrüchte-Eintopf. Ich nehme an, es gibt keine Springbrunnen. Nun, dann vielleicht einige von diesen Bewässerungskanälen? Okay, wir haben jetzt einige neue Sachen. Kühles Wasser würde ihn für weitere Bitten besänftigen. Okay, wir sollen uns um ihn kümmern, alles klar. Aber das ist ja Story. Was wir jetzt aber haben, ist ein Problem. Nämlich irgendwie, dass die Piraten sich gemeldet haben. Das ist doof, dass das jetzt gerade zwischen den Folgen war. Die wollen auf jeden Fall mit uns verhandeln, weil die uns sonst angreifen. Offenbar haben aktuelle Ereignisse ange... Okay, ich möchte mich gerne bei denen melden mit einer großen weißen Flagge. Okay. Wir nähern uns dem mal und während wir darauf warten, können wir ja schon mal weiterschauen. Achten Sie darauf, die Prinzen nicht noch mehr zu reizen. Machen wir nicht, keine Angst. Wir könnten Ketema auch diese Sachen liefern. Ah, guck mal, wir sollten bei ihm noch was abholen. Dann machen wir doch mal, nachdem wir hier... Ah, nee, du stehst hier noch. Dann machen wir hier doch mal ein anderes Schiff auf den Weg, um das bei ihm kurz abzuholen. Wir versuchen mal nebenbei so ein bisschen die Story weiterzumachen, während wir hier natürlich weiter ausbauen wollen. Und uns jetzt mit dem Meeresfrüchte-Eintopf beschäftigen, das wir auch schon hier freigeschaltet haben. Da Jede kommen noch Chroniken Übernahme sollte und so. Moralisch begründet sein. Oh. Er kann wieder eine unserer Inseln übernehmen, eine von den kleinen ganz im Süden der alten Welt. Das nehmen wir mal zurück schnell, damit das nicht mehr so einfach geht. Und ich wollte noch kurz gucken. Genau, die Tonpfeifen sind für Zufriedenheit wiederum. Er lernt so schnell von denen, die vor uns kamen. Okay. Jetzt haben wir die Baupläne für eine Wasserpumpe und die sollen wir zum lieben Herrn Sir Archibald Blake liefern. Dann geben wir das doch auch schon mal in Auftrag und dann gucken wir uns kurz hier noch, weil wir sind jetzt auch schon bald hier unten wieder angekommen, gucken wir mal kurz uns die Krabbendinger da an, die Meeresfrüchte-Suppe. Weil ich bin ganz ehrlich, sieht nicht nach Meeresfrüchten aus mit einem Hummer und wir brauchen dafür Fruchtbarkeit. Das heißt, vielleicht müssen wir noch eine weitere Insel besiedeln. Teff haben wir hier auf der Insel. Gewürze haben wir auf der anderen Insel. Dann können wir in der Teff-Mühle ein weiteres Produkt herstellen. Und dann können wir den Meeresfrüchte-Eintopf herstellen, nämlich Gewürzmehl, Entschuldigung. Und dann machen wir den, in der Wattküche den Meeresfrüchte-Eintopf. Dafür müssen wir aber Zuchtbecken errichten. Ketema schickt also einen Lakaien? Und ich bin ehrlich, das klingt so, als wäre es jetzt auf dem Flussgrundstück. Aber darum kümmern wir uns gleich, nachdem wir uns hier um die Prinzen von Angereb gekümmert haben. Dann verdiene es dir. Zeige uns, dass du in der Lage bist, unser Land und unser Volk zu verstehen. Ja, was soll ich denn machen? Bald wird es hier Waren in Hülle und Fülle geben. Doch im Augenblick gibt es kaum mehr als von Patina... Was wir passiert? Mögen eine kleine Nation sein, aber hier gibt es Pracht und Schönheit in Hülle und Fülle. Davon bin ich überzeugt, du lieber Herr. So, jetzt müssen wir hier alles anklicken einfach, oder was? Viele unbezahlte Rechnungen für Flachslieferungen sind unordentlich auf einer Theke gestapelt. Die Lagerräume für Stoffballen sind leer. Ich verstehe nicht, was wir tun sollen. Also, hier muss ich noch anklicken. Die Verwaltung der jämmerlichen Flotte des Prinzen ist wohl kaum eine zeitaufwendige Aufgabe. Der Flottenverwalter hat genug freie Zeit, um Pinsel zu schwingen. Okay,
Jetzt sind die zur Unterhaltung bereit. Treffen sie eine Entscheidung. Oh. Angereb. Begegnung mit dem Prinzen. Angereb ist unüberschaubar und voller Geheimnisse. Es braucht mehr als ein Leben, um in die Seele eines jeden Steins und jeden Gesichts zu blicken. Sorry, ich muss kurz von dem coolen Dude hier ein Bild machen. Fürs Thumbnail vielleicht. Hm, wer weiß, ne? Es gibt nicht einmal einen Orang. Ja. Und das ist wirklich schon alles? Puh. Ja, ist super leicht. So, Moment. Ich empfehle, dass Sie sich Zeit nehmen, uns zu verstehen, bevor wir uns über eine mögliche Allianz mit Kitema unterhalten. Denn Angereb ist kein einfacher Haufen Piraten, den es zu entwaffnen gilt. Wir haben eine Geschichte. Wir haben ein Herz. Okay, ich möchte mir noch einen Moment mehr Zeit nehmen. Aber hier gibt es Pracht und Schönheit in Hülle und Fülle. Kann ich hier noch was verstehen? Nee. Okay, gut, dann bin ich wohl bereit. Sagen Sie uns, was hat Ihnen am meisten auf Angereb beeindruckt? War es das Handwerkerviertel oder vielleicht die Künste unseres Waffenmeisters? Oder vielleicht, ich habe viele gesehen, die Schwierigkeiten hatten, über die Runden zu kommen und Handwerker, denen Material fehlt. Ja. Angereb musste sich lange auf die Piraterie stützen, dass wir nur selten auf die Idee kamen, selbst etwas herzustellen. Warum auch, wenn wir es einfach vorbeifahrenden Schiffen gewaltsam abnehmen konnten. Aber die Eröffnung eines Kanals hat mehrere Kriegsschiffe aus der alten Welt hergeführt. Auch wenn wir uns nicht vor dem Kampf fürchten, ist es doch unsere Pflicht, Angereb im Gedanken an die Elameis-Könige zu bewahren. Eine Pflicht, der wir nicht nachkommen können, wenn unsere Stadt zerstört und verarmt ist. Der Kaiser ist bereit, ihre Wirtschaft zu unterstützen, wenn sie die Piraterie entsagen. Der Kaiser wird ihnen die Macht gewähren, fremde Flotten herauszufordern und auszustechen. Sind ja schon stolze Krieger, oder? Also generell würde ich lieber denen ihre Wirtschaft stützen. Und ich glaube, das wäre dem Typen auch lieber, aber ich glaube, der Dude hier wird es nicht einfach aufgeben, oder? Der Kaiser wird ihnen die Macht gewähren, fremde Flotten herauszufordern und auszustechen. Ja. Ein großzügiges Angebot, aber Angereb besiedelt niemals einen Bund ohne ein Zeichen des guten Willens. Bringen Sie uns greifbare Beweise für die Absichten des Kaisers. Zeigen Sie uns, dass er die Macht hat, das ernsthaft umzusetzen, wenn er sich als gerechter und vertrauenswürdiger Herrscher beweist, werden wir erwägen, unser Haupt vor ihn zu beugen. Premium. Verkaufen Sie an Angereb zwei Fregatten. Wenn wir dir trauen sollen, musst du zuerst dein Wohlwollen unter Beweis stellen. Alles klar. Das heißt, ich muss euch zwei Fregatten bauen. Hab ich überhaupt noch... Also ich besitze ja keine Fregatten mehr, oder? Ziemlich sicher nicht. Nee. Hab ich noch irgendwo einen normalen Hafen? Ist die Frage. Hier bestimmt nicht mehr in Legend City, ne? Nee. Hier haben wir noch einen Hafen. Dann stellen wir doch mal zwei Fregatten her. Ich kann nur eine, weil wir nicht genug Segel haben. Aber hier haben wir doch bestimmt noch Segel und das... Haben wir hier irgendwo ein Schiff stehen? Hier haben wir ein Schiff stehen. Worunter fällt das? Unter Baumaterialien? Nein. Zwischenprodukte vielleicht. Das sind aber auch nicht alle Zwischenprodukte. Sind das nur welche, die hier kürzlich gelagert sind? Nee, keine Ahnung. Warum kann ich jetzt hier nicht mehr suchen? So, naja, dann gucken wir halt per Hand. So, hier haben wir noch Segel und die bringen wir mal schnell hier rüber nach Pleth Residence. Und lassen das einfach mal kurz auf dreifache Geschwindigkeit laufen, damit das Ding auch ankommt. Und vielleicht zur Sicherheit schicken wir dennoch mal eins unserer Linienschiffe runter. Genauso wie vielleicht noch ein Schlachtkreuzer. Falls die doch nicht so lieb sind, wie sie tun, können wir da zumindest was gegen tun. Ja. Das wäre mir ganz lieb, wenn wir denen nicht einfach ausgeliefert sind. Sollten sie sich jetzt doch irgendwie anders entscheiden. So, dann machen wir die zwei Fregatten. Und dann gehen wir erstmal wieder zurück nach Enbesa. Schiff steht bereit.
wo wir hier immer noch ganz schön viel Lehm haben, der ausgeladen werden möchte. Aber da wir halt schon die Handelsroute haben, ne, wird es auch nicht immer leichter. Okay, hier haben wir auch mittlerweile ein volles Wanzerbretterlager. Sehr schön, so mag ich's ja. Dann können wir eigentlich hier vorne erstmal die Wanzerproduktion wieder abreißen. Wohnhäuser stehen und dann gewinnen wir hier nämlich wieder Platz, den wir anders nutzen können. Aber hier müssen wir natürlich trotzdem noch Anschluss finden. Okay, aber dann haben wir hier freie Fläche, die wir irgendwie anders nutzen können. Und wir holzen jetzt mal großzügig ab, wie wir es eigentlich immer machen, wenn wir irgendwas neu erschließen. So, dann haben wir nämlich eine bessere Übersicht. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal hier noch einen Anschluss. So, super. Okay, und dann gucken wir jetzt uns mal nach... hier sind Flussgrundstücke. Unentdeckt. Okay, da ist aber kein Krebs jetzt irgendwie drauf abgebildet. Hummer, hier. Hummer im Überfluss. Ist sie schon besetzt? Nein, die ist noch nicht besetzt. Hat noch irgendwas Hummer? Ich sehe jetzt gerade nichts. Das heißt nicht, dass nichts anderes Hummer hat, sondern dass ich gerade einfach nur nichts anderes sehe, was Hummer hat. Und ich glaube 10. Ach, nehmen wir mal 20 mit. Ist ja jetzt gerade nicht wichtig, dass wir die jetzt hier behalten sonst. So. Also wir müssen uns hier schon wieder gut Inseln holen, ne? Das auf jeden Fall. Okay. Während das passiert, also unser Schiff da runterfährt, können wir uns ja schon mal weiter umgucken, was wir noch so dafür brauchen. Denn das war ja nicht alles. Denn wir brauchen noch Teff. Weiteres Teff. Lass mich mal kurz gucken, wie wir es vergleichen müssen. Okay, wir brauchen 2 Wattküchen auf eine Teff-Mühle. Das heißt, wir brauchen 2 Teff-Farmen und wir brauchen noch 2 Gewürzfarmen. Ich würde sagen, da Gewürz jetzt auf einer anderen Insel ist, nämlich hier oben, fangen wir damit an und bauen erstmal das Gewürz jetzt aus. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Und was wir sagen könnten, ist, dass wir mit dem Gewürz einmal hier reingehen, das dann hier oben lang anschließen einmal, dass wir wieder angeschlossen sind, ganz normal. So. Und dann kann das nämlich, diese eine Gewürzfarm zumindest, kann schon mal hier auffüllen. Da wird ja noch eine zweite dazukommen müssen, auf jeden Fall, ne? Aber so... Ach, guck mal, halten sie alt gedrückt, um Felder nur fruchtbaren Boden zu platzieren. Ja, super. Guck mal. Hä? Jetzt habe ich Leertaste gedrückt. Hups. Aber dann können... Oh, jetzt sehen wir mal. Okay, Enbesa ist da unten. Interessant. Das erklärt auch, warum die Schiffe so komisch abdriften. Da habe ich Leertaste gedrückt statt alt. Das war natürlich ein Fehler. Und was auch ein Fehler war, war das hier. Weil hier müssen wir natürlich nochmal mit Wasser lang. Und dann einmal so auffüllen. Und dann nochmal so auffüllen. Und dann haben wir, wie viele von den Feldern schon verbraucht? Wir haben schon knapp die Hälfte verbraucht, um diese Fläche zu bewässern. Das heißt, ich würde sagen, das meiste muss dann eigentlich jetzt noch für hier bleiben. Weil da müssen wir ja auch nochmal lang, ne? 120 Bewässerungseinheiten haben wir dann noch. Gucken wir doch einfach mal gerade, wie gut wir hier bewässert kriegen. Also ich hätte hier schon ganz gerne so alles bewässert dann, ne? Also jetzt, wo es gerade schon so schön hier steht, ne? Können wir dann einfach mal alles durchbewässern. Zumindest zu dem Extent, wo ich das jetzt richtig erkenne, dass es dann bewässert ist. Hier, super Platz für ein Lagerhaus. Brauchen wir nicht zu bewässern. Aber hier würde ich dann schon wiederum bewässern. Und auch in die Richtung dann weitergehen. Ja, okay. Ich denke, hier werden wir vielleicht nicht alles bewässert kriegen so. Aber wahrscheinlich einiges. Ja, gut. Hier gucken wir weiter. Also wir bauen hier kein weiteres Wasser an. Sagen wir es so. Warum kommt niemand, um unsere Waren zu holen? Jo, ganz ruhig. Gerade erst errichtet worden. Schon am Meckern. Diese bunten Felder könnten sogar noch größer sein. Ja. Ich werde sie jetzt noch größer machen, so. Und dann bauen wir sie vielleicht auch mal hin, ne? Damit ihr die auch abbauen könnt. Falls ihr das noch nicht aufgefallen ist, das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht.
Meckerziege. So. Dann bauen wir hier unsere zweite Gewürzfarm. Und da müssen wir jetzt ein bisschen noch aufpassen, weil wir uns auch noch einen Platz für einen Weg lassen müssen. Der hier ebenfalls lang gehen können muss. Und vor allem müssen wir da hinten... Also hiermit müssen wir auf jeden Fall hier auffüllen. So. Opala. Wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Nummer 1 zurück, bitte. Jetzt haben wir schon einige unserer Felder aufgebraucht. Das heißt, ich würde fast sagen, dass wir damit jetzt hier vorne bis auf einen dicht machen. Denn dann können wir dann noch eins richtig schön hinten reinführen. Ein Feld. Ach, guck mal. Nee, warte mal. Hier habe ich jetzt, dadurch, dass ich es verrückt habe, habe ich hier welche abgerissen aus Versehen. So. Okay. Damit wären dann unsere Gewürze sichergestellt. Dann können wir auf unsere liebe Indigo-Route nämlich jetzt noch die Gewürze mit drauf machen. So. Gewürze bitte einladen und Gewürze bitte ausladen. Indigo und Gewürze. Okay. In der Zeit haben wir jetzt unseren ersten Rohstoff wieder fertiggestellt. Und dann können wir hier jetzt ansiedeln. Ich würde aber lieber auf der Seite ansiedeln. So, gehen wir kurz auf Dreifache, weil jetzt warten wir wirklich nur, bis das Schiff hier drüben ankommt. So. Errichte mir den Kontor und dann werden wir den versetzen. Das hätten wir vielleicht auch einfach direkt machen sollen. Du bleibst aber erstmal hier. Du fühlst dich überall zu Hause. Ich fühle mich überall zu Hause. Ersticken Sie doch daran. Ja, erstick du doch daran. Der Konter. Okay, und ich finde eigentlich, wenn wir hier irgendwie unsere Siedlung relativ nah am Hafen aufbauen, ist das erstmal eine solide Sache. Jetzt stelle ich mir noch die Frage. Okay, sind einfach Hafengebäude. War ich sehr entspannt. Okay, davon brauche ich zwei. Ne, davon brauche ich nur eins. Also theoretisch zwei, um dann das Produktionsverhältnis wieder hinzubekommen. Ist ja wirklich entspannt. Das heißt, das hier bleibt erstmal eine relativ kleine Siedlung zu Beginn. Aber natürlich brauchen wir trotzdem zumindest ein paar Siedler hier. Ein paar Hürden, jawohl. Und das Podium bauen wir mal in die Richtung auf. Und hier einmal eine zentrale Straße drum. Und dann werden hier auch erstmal in Blockform die Häuser drum gebaut. Ich bin mal ganz gespannt darauf, wenn wir die Gelehrten kriegen. Ich nehme mal an, dass wir dafür die Questreihe jetzt abschließen müssen. Weil die ja nochmal ein ganz anderes Bauschema ermöglichen, dadurch, dass es 4x4 große Gebäude sind. Das ist ja die neueste und oberste Stufe in der alten Welt dann. Beziehungsweise in der alten Welt und im Cup natürlich. Wie sich die spielen werden. Und da muss man natürlich nochmal vielleicht die ein oder andere Stadtplanung ein bisschen über den Haufen schmeißen. Und ich realisiere gerade, dass wir die hier vielleicht gleich auch schon mit Ziegenmilch versorgen müssen. Und dass wir das auch hier überhaupt nicht bedacht haben, oder? Die haben Ziegenmilch. Wieso habt ihr Ziegenmilch und Gewänder? Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Hä? Dran anhalten! Warum? Haben wir die hier rübergebracht? Trockenfleisch auch? Die haben wir wahrscheinlich einmalig einfach hier rübergebracht und haben gesagt, schmeiß über Bord. Krass. Okay. In der Zwischenzeit dürfte vielleicht auch in der alten Welt schon mal eine auf jeden Fall schon und die andere, wenn wir schnell machen, ist die auch gleich fertig. Dich können wir schon mal runter nach Enbesa schicken, bis bitte zum Nest des Phönix. Oh, was ein Name. Nest des Phönix ist ein starker Name, gefällt mir gut. Ach. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Und wir gehen nach Enbesa, wo hier mittlerweile unsere ganzen Kreuzer ankommen. Und ich würde hier eigentlich auch ganz gerne mal so ein Depot hinbauen, dass wir ein bisschen erweiterten Lagerplatz haben. Weil sonst ist hier echt wenig, was da reinpasst. So, da
damit ist es nochmal ausgebaut. Und dann können wir nämlich von Taburime aus jetzt mal eine erste Versorgungsroute machen. Mit den drei Grundbedürfnissen, würde ich sagen. So, und dann sagen wir mal, hier laden wir mal 10 aus. Und dann laden wir hier ebenfalls 10 aus von. Und dann laden wir hier von auch 10 aus. Und dasselbe machen wir einfach auch hier oben. Beziehungsweise hier machen wir einfach leer. Dann geht's retour. 5 Versorgung. Okay, und dann müssen wir aber natürlich noch, oh, jetzt ist die ganze Zeit auf dreifache Geschwindigkeit gelaufen, dafür sorgen, dass wir hier auf jeden Fall immer was auf Lager haben. 30 davon, 30 davon. Wieder Welt gewechselt. So, einmal 5 bitte zurück, dankeschön. Ach so, ja, deshalb kann ich jetzt nicht benutzen meinen Numpad, um das einzugeben. Macht natürlich wiederum Sinn. Hiervon behalten wir auch mal 30. Ich glaube, Hibiskus-Tee müssen wir nochmal nachliefern. Nachlegen. Alles. Aber in der alten Welt dürfte jetzt auch das zweite Schiff fertig sein. Oder wir haben das schon abgeschickt. Peinlich, dass ich da jetzt gerade nachgeguckt habe. Okay, aber die sind gut versorgt. Hibiskus-Tee ist eh nur zusätzlich. Dann sparen wir uns das erstmal. Und wir hoffen jetzt einfach mal, dass hier auch kein Feuer ausbricht. Ach, guck mal, für Zuchtbecken brauchen wir noch. Okay, alles klar. Das heißt, da brauchen wir noch einen weiteren Rohstoff, den wir uns auch dann noch mal kurz per Hand da ein bisschen was runterliefern. 10 Stück reichen ja dann für den nächsten. Schauen wir uns das mal an. Aha. Sieht das cool aus? Das Zuchtbecken. Ja, aber sehr cooler aus, wenn wir unser Schiff nicht da stehen hätten. Kisten unter Deck. Schicken wir das mal schnell weg. Aus dem Bild bitte. Damit wir hier ein schönes Bild von machen können. Für unsere Postkartensammlung. Und dann sehen wir hier unsere Hummerzucht. Wie die abläuft. Okay, alles klar. Hummer wird damit hergestellt. Und da kommen auch unsere weiteren Rohstoffe. Oh ne, Lehm wollte ich hier gar nicht ausladen. Kann ich den Lehm wieder haben? Rohmaterial. So, und du fährst bitte jetzt erstmal wieder hier hoch. So. Und gleichzeitig können wir dann hier eine Dame annehmen. Und hier auch direkt mal ein Depot mit einbauen. Damit wir uns hier den einen oder anderen Extra-Lagerplatz errichten und dann hier auch weitere Hölzer ausladen können. Hallo? So, perfekt. Alles einmal ausgeladen. Dann bist du nämlich jetzt unser Schiff, was vom Nest des Phönix, supergeiler Name. Ich glaube, das ist mittlerweile, also jetzt schon, mein Lieblingsname für eine Insel. 5N. 5NDF. Nee, NDF, NDP. NDF, richtig gut. Nach 5T ist von mit der Überfahrt Hummer. Zurückgekehrt. Okay. Und eine Flotte erreicht die neue Region. Das sind unsere lieben Schiffchen, die wir direkt mal runterschicken zum Prinz von Angereb, der hier auf jeden Fall unsere Hilfe noch sucht. Und ach, den können wir eigentlich mal damit ausgestattet lassen, ne? Und vielleicht sollten wir uns auch noch mal in der alten Welt so nach dem einen oder anderen untätigen Schiff umgucken. Wenn wir noch viele haben. Ich glaube, viele haben wir nicht mehr. Aber ich glaube, wir werden da unten noch das ein oder andere Schiffchen brauchen. Vielleicht bauen wir uns auch einfach noch mal welche. Schadet ja nicht. Wir haben ja noch gut einen Fluss übrig, ne? Oh, nee. Aber vielleicht keine Öltanker. Ja, machen wir noch mal einen Zehner. Und dann geht's erstmal wieder hier runter. Denn wir haben jetzt für unseren Meeresfrüchte-Eintopf den Hummer organisiert. Wir haben die Gewürzfarmen organisiert. Jetzt fehlen noch weitere Teff-Farmen, 2 Stück.
plus dann eine Teff-Mühle, die Gewürzmehl herstellt und dann noch eine Wattküche. Wattküche? Das werden wir uns aber jetzt tatsächlich schon wieder für den nächsten Part sparen müssen, denn die Zeit ist wieder gekommen. Heute haben wir die Hummerzuchtbecken gebaut und wir haben unsere Gewürzfarm gebaut, sowie die Kommunikation mit dem Prinz von Angereb aufgenommen. Wie der das finden wird, wenn wir ihm jetzt gleich hier unsere Fregatten verkaufen, die hier gerade ankommen, das werden wir dann sehen. Vielleicht benutzt er die auch direkt gegen uns. Dafür haben wir ja aber unsere militärische Präsenz hier deutlich verstärkt. Das werden wir alles in der nächsten Folge sehen bei Anno 1800. Bis dann. Ciao.